Johanniskrauttinktur selber ansetzen. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video, heute mal wieder aus der Küche. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Du hast bestimmt schon mal was von der unterstützenden Wirkung von Johanniskraut gehört. Das ist ja in erster Linie das Mittelchen, um bei Depressionen ein bisschen zu helfen, diese verschwinden zu lassen, zu unterstützen, dass es ein bisschen besser geht, also so stimmungsaufhellende Wirkung. Vielleicht weißt du aber gar nicht, dass Johanniskraut in großen Mengen bestimmt bei dir auch um die Ecke steht und dass du dir selbst da eine Tinktur herstellen kannst und dir so einen kleinen Wintervorrat da machen kannst, um so über die Monate November bis Februar, wo wir wenig Sonne haben, und so ein bisschen tristes Wetter draußen und da die Stimmung vielleicht ein bisschen nach unten geht, um da jeden Tag so ein bisschen Johanniskraut zu dir zu nehmen und dir das selbst so ein bisschen deine Medizin, sag ich mal, in der Richtung herzustellen. Ja, und deshalb nehme ich dich jetzt mit. Ich zeige dir jetzt erstmal, wie Johanniskraut denn ausschaut, wie das in der freien Natur auch zu finden ist. Ich zeige dir auch, woran du erkennst, ob du es mit echtem Johanniskraut zu tun hast, dass du auch selbst einen Test machen kannst und wie das Ganze dann eben auch funktioniert. Dann sehen wir uns gleich draußen in der freien Natur nochmal. So, ja, hier siehst du jetzt mal, wie Johanniskraut ausschaut, wenn es in der freien Natur steht. Da ist so ein ganzes Feld, ein Paradies von Johanniskraut. So schaut das eben aus und ja, wenn du die Aufmerksamkeit darauf richtest, ich bin sicher, auch bei dir um die Ecke, das hier ist bei uns so um die Ecke am Waldesrand, wo so ein Feld steht, auch bei dir um die Ecke wirst du Johanniskraut finden, wenn du denn danach Ausschau hältst. Und das steht auch jetzt in voller Blüte, also jetzt ist gerade noch so der richtige Zeitpunkt, die Blüten eben zu ernten. Ja, und hier siehst du nochmal eine Nahaufnahme, damit du auch ganz im Nahen diese Blüten siehst. Ja, und hier habe ich dir mal aufgenommen, wie Johanniskraut ausschaut, wenn es nachwächst, also ohne Blüte. Dieses Johanniskraut habe ich hier noch neben diesem Feld entdeckt, dass da noch frisches, sozusagen frisches Johanniskraut nachwächst. So schaut das eben dann aus, wenn es heranwächst. Und dann nutze ich zum Beispiel im Frühjahr in erster Linie diese frische Triebe, um sie in Salat mit zu verarbeiten oder in Smoothie rein zu mixen oder eben auch so einfach nur mal ein paar Blätter eben zu naschen. Aber jetzt geht es heute ja hier um die Blüten. Und da siehst du jetzt gleich noch, woran du denn echtes Johanniskraut erkennen kannst. Und zwar kannst du das einfach testen, indem du eine Blüte zwischen deinen Fingern zerreibst. Und das ist hier ganz gut zu erkennen. Da läuft so eine rote Flüssigkeit aus, also richtig blutig rot. Und das ist so der Beweis dafür, dass es richtiges Johanniskraut ist. Ja, und dann nimmst du einfach ein Glas und erntest dann eben die Blüten in der Menge. Ich habe hier ein recht großes Glas genommen. Nimm einfach ein Glas in der Menge, wie du dir die Tinktur auch herstellen möchtest. Was ganz, ganz wichtig ist, dass du die Blüten in der Mittagszeit, ja, am besten zwischen 12 und etwa 14, maximal 15 Uhr, erntest. Und zwar auch an einem trockenen Tag. Am besten ist auch am Tag zuvor schon ein wunderbarer Tag voller Sonnenschein gewesen, damit wirklich alles gut getrocknet ist. Nur über Nacht ist ja dennoch immer mal wieder ein bisschen Feuchtigkeit da und am Abend auch. Also die Blüten müssen wirklich richtig schön trocken sein. Deshalb in der Mittagszeit ernten und auch bitte sofort weiterverarbeiten. Also ich bin hier auch sofort nach Hause gefahren und habe sofort dann eben die Blüten verarbeitet. Das siehst du jetzt gleich nochmal in der nächsten Sequenz. Also das ist wichtig. Blüten müssen gut durchgetrocknet sein, schön geöffnet sein und deshalb am besten in der Mittagszeit eben ernten. Ja, so, das Glas ist jetzt etwa zu, ja, gut zwei Drittel gefüllt.
so schauen die Blüten dann aus. Es ist einfach schon mal eine Wonne, diese Blüten anzuschauen im Glas. Ja, was es dann dazu braucht, um die Tinktur herzustellen, ist ein hochprozentiger Alkohol. Ich habe hier diesen Doppelkorn genommen, also 30% sollte er wenigstens haben. Dieser hier hat 38%. Und dann werden die Blüten einfach komplett mit diesem Alkohol bedeckt. Die müssen gut bedeckt sein. Und dann wird das Glas dann einfach mit einem Deckel verschlossen. So schaut das Glas dann übrigens schon nach nur einem Tag aus. Ich hatte gestern keine Zeit mehr, das Video hier fertig zu drehen. Ich komme mal vor die Kamera. Und du siehst, das wird dann so eine dunkelrotbraune, ja, Flüssigkeit eben. Und das Ganze bleibt jetzt für, ja, etwa 3 Wochen hier in der Küche stehen. Ich stelle das nicht direkt ans Fenster, sondern so ein bisschen ins Eck, wo keine direkte Sonne hinkommt, aber es soll auf jeden Fall warm stehen. Und dann wird es nach 3 Wochen abgesiebt, und zwar ganz einfach hier mit so einem Küchensieb, nehme ich mal eine Schüssel und lasse das da durchlaufen. Die Blüten presse ich dann noch ein bisschen aus. Und dann ist es wichtig, dass du diese Tinktur abfüllst, also die soll lichtgeschützt sein, damit die Nährstoffe wirklich drin bleiben. Und das geht am besten, wenn man Braunglas nimmt. Du bekommst Braunglasflaschen auch zum Beispiel in der Apotheke zu kaufen. Musst du aber nicht unbedingt machen. Schau einfach mal in deinem Haushalt, ob du da irgendwie vielleicht zufälligerweise auch ein Öl hast, das in einer braunen Flasche abgefüllt ist. Dann kannst du dir das zum Beispiel aufheben, die Flasche dann gut durchspülen und diese braune Flasche dann einfach dazu verwenden. Oder noch ein Tipp, wenn du auch das nicht hast, womit ich mir dann einfach auch helfe, ist, hier ist jetzt zwar kein Johanniskraut-Tinktur drin, Schwedenbitter mal vor einiger Zeit angesetzt in größeren Mengen und da habe ich noch was von, also ja, das geht irgendwie nicht zu Ende, aber das verdirbt ja auch nicht. Da hatte ich eine Weißglasflasche, aber da habe ich mir so eine Banderole selbst erstellt, ausgedruckt. Und zwar habe ich da die Lebensblume drauf gemacht. Und zwar habe ich da drauf geschrieben, heilender Kreis, kreisender Strom, strömendes Heil. Und habe das hier also so umklebt, sodass das ja dann auch lichtgeschützt ist. Und die Schwedenkräuter, die bewahre ich hier im Kühlschrank auf. Das Johanniskrautöl, die Tinktur, die bewahre ich nicht im Kühlschrank aus. Die stelle ich einfach in den Küchenschrank. Und wie nimmst du die jetzt ein? Du kannst, wenn du es so ein bisschen stimmungsaufhellend nutzen möchtest, dann nimmst du einfach morgens ein Teelöffelchen voll von dieser Tinktur. Kannst dir ein Wasser machen, muss ja nicht so direkt diesen puren Alkohol in den Mund stecken, ein bisschen Wasser machen, ein bisschen verdünnen und dann trinken. Und oder zusätzlich vielleicht, wenn du es abends als Einschlafhilfe nutzen möchtest, dann nimmst du auch abends nochmal ein Teelöffelchen voll. Also das muss nicht mehr sein, das muss kein Schnapsglas voll sein. Also wirklich nur ein Teelöffelchen voll, bevor du zu Bett gehst. Und ja, kannst das dann eben dazu nutzen, dass es dir vielleicht ein bisschen besser in den Schlaf, in einen erholsamen Schlaf hilft. Okay. Das war das Thema Johanniskraut-Tinktur selbst herstellen. Vielleicht hast du ja Lust jetzt darauf bekommen und möchtest es nachmachen. Ansonsten freue ich mich natürlich über Kommentare, wie dir das Video hier gefallen hat, ob es hilfreich für dich war. Dann auch gerne einen Daumen hoch, auch darüber freue ich mich natürlich. Ja, und danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video nochmal. Schick dir eine herzliche Umarmung. Tschüss, bis dahin. Deine Irmgard hat noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.